Ein Mann steigt zweimal in denselben Fluss. Kriminalhörspiel von Edward Beuth. Übersetzt von Marianne de Barde und Hubert von Bechtolsheim. Folge 2. Johnny Maxson, Schriftsteller ohne Auflagenehrgeiz, folgt nur widerwillig einem drängenden Brief seiner Schwiegermutter Helen Duncan, der ihn von Paris nach Glasgow ruft. Dort erfährt er, dass seine Frau Julia seit 3 Monaten verschwunden ist. Helen bittet ihn, Julia zu suchen, denn die Polizei möchte sie nicht einschalten und für Privatdetektive hat sie kein Geld. Johnny weigert sich. Die Ehe mit Julia hat ihn, so sagt er, kaputt gemacht. Seit 5 Jahren lebt er von ihr getrennt, damit beschäftigt, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Helen zuliebe ist er schließlich doch bereit, eine Woche für Julia zu opfern. Ehemalige Freunde, bei denen Johnny seine Suche beginnt, machen dunkle Andeutungen, nach denen Julia Mitschuld am Unfalltod der gemeinsamen Tochter Sarah gewesen sein soll.